Herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich einen Blister für euch. Mein Display ist leer. Ja, aber hier sind ja genauso die Booster drin wie im Display auch. Falls ihr euch auch einen Blister kaufen wollt, kostet 7,90 Euro mit 32 Karten und einer Limi. Ja, ich packe die mal ganz schnell aus hier. Zack. Schauen wir mal gerade, was für eine Limi ich hier drin habe. So, wir haben hier genau 4 Booster drin, das ist sehr schön. Wir haben hier die Limi von Hurricane von England drin, stark. Ja. Und dann würde ich sagen, wir starten mit diesem Orakel. So, erstmal so schön machen. Und es geht los. So, mein Tipp ist natürlich, die Niederlande gewinnt. Niederlande ist irgendwie so ein kleiner Favorit. Ah, die haben ja keine schlechten Spieler, sage ich mal. Ja, also schreibt eure Tipps in die Kommentare. So, wir fangen hier an mit Frankreich Lenglet. Als nächstes haben wir Belgien mit Lukaku. Dann haben wir hier Ungarn, Soloi. Oh, sorry. Dann haben wir hier Russland, Chupa. Dann haben wir wieder Ungarn mit Kalmar. Haben wir hier Kroatien, Livakovic. Haben wir hier für die Polen das Trikot. Und dann haben wir hier für Österreich, die hätte ich vorhin gebraucht. Ja, hier haben wir Marko Arnautovic für Österreich als Goal Machine. Jawohl. Und wir kommen jetzt zum Ende dieser ersten Halbzeit. So. Erstmal zack. Ups. Zack, zack. Wir haben hier für Tschechien Jankto. Dann haben wir hier für Schweden Jansson. Dann haben wir für die Türken Meras. Für die Türkei haben wir Demiral. Für Frankreich haben wir ja Martial. Für Schweden Kulusevski. Haben wir für Italien Chiellini als Fans Favorite. Und dann haben wir hier für die Ukraine Zabarni und Krufutov. Oh Gott. Als Maestro und Prodigy, und das ist das 1:0 für die Ukraine. Wolski. Und das vor dem Schluss der ersten Halbzeit. Ja, die Ukraine führt hier mit 1:0. Jo. Mal schauen, was die Niederländer jetzt in der zweiten Halbzeit noch ausrichten werden. Ich würde mal sagen, wir starten direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. So. Auf, auf. Kommt, Niederlande. Ihr schafft das hier noch. Weiß gar nicht, ob ich Ukrainer als Abonnenten habe, also ukrainische Abstammung. Wir starten hier mit Nordmazedonien, Ademi, Russland, Fernandes, England, Sterling, Schweden, Claesson, Dänemark, Skov, dann haben wir Russland, Kudryashov als Fans-Favorite, dann haben wir hier Dänemark, Kasper Schmeichel als Goalstopper. Und dann haben wir Kroatien, Luka Modric.
als Rare, jawohl. Also die kann man irgendwie, also Rares würde ich anders da machen, dass die auch auffällt, dass es eine Rare ist. Also ich würde hier sagen, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Die gefallen mir diesmal nicht hier so, die Rares. Und wir kommen zum Schluss des Orakels. So, also wenn jetzt hier kein Niederländer mehr drin ist, dann fresse ich einen Besen. So. Erstmal alles richtig machen hier. Wir haben hier Robert Lewandowski für Polen. Haben wir Wales Roberts. Haben wir hier Hernandez für die Franzosen. Polen Bednarek. Torres Spanien. Wales Ramsey. Dann haben wir hier Ungarn Trikot. Und die letzte Karte ist hier für Italien. Verratti. Als Shining oder wie die heißt. Da müsste ich gucken, wie die richtig benannt wird hier. Ja. Das war's mit diesem Orakel. Das Orakel besagt, dass die Ukraine gegen die Niederlande gewinnt hier. 1-0. Also ich schätze mal nicht. Ich denke, dass die Niederlande gewinnt. Jawohl. So, denkt dran. Eure eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel und auf Wiedersehen.